Willkommen zurück zu einer kleinen Tour. Ich hoffe mit Übernachtung, die am Müggelsee beginnt. Genau genommen bin ich in Friedrichshagen aus der S-Bahn ausgestiegen. Umrunde jetzt den Müggelsee nicht so ganz, aber schon zu einem guten Stück und begebe mich dann in den Kreis am Oder Spree oder Spree-Oder, ich bringe es immer durcheinander. Auf alle Fälle mit der Idee, den Biwakplatz Mönchwinkel anzusteuern. Da war ich schon ein paar Mal, habe da aber nie übernachtet. Und meine Hoffnung ist, trotz Sommerferien und Wochenende, dass die Atmosphäre da so ist, dass ich, wenn ich da ankomme, immer noch Lust habe, auch wirklich über Nacht zu bleiben. Ist spannend, wir werden sehen. Arbeiterzeltplatz, coole Wampe. Naja, mein Zelt werde ich jetzt hier noch nicht aufschlagen. Aber man kann die Gelegenheit ja mal nutzen, um einen kleinen Imbiss zu nehmen. Ich will ihn euch noch mal zeigen, den Müggelsee. Für alle, die es interessiert, das ist der größte See in Berlin. Was ich ja eigentlich viel interessanter oder schöner finde, ist, dass der so eine Seeform hat. Fast rund, naja, fast. Aber so wie ich mir halt einen See vorstelle. Und Wellen gibt es auch, wie ihr hört. Aber wenn ich hier vorbeikomme, dann weiß ich immer, Erkner habe ich hinter mir. Okay, weiter geht's. Dass ich gerade beim Ortsausgang von Erkner so ausgeatmet hatte, liegt nicht daran, dass ich Erkner nicht ab kann, aber um aus dem Städtchen rauszukommen, muss man echt so ein Stück lang an einem Autobahnzubringer fahren. Das ist zwar ein ganz ordentlicher Radweg, aber nichts für schwache Nerven. Und jetzt richtig durchatmen, weil rechts und links sind Bäume, dazwischen Zwischenräume. Ja, es ist wieder schön. Gerne auch auf einem etwas holprigeren Weg im Wald zu sein. Ein bisschen monoton, aber auch typisch diese Nadelbäume hier.
für unseren kargen Brandenburger Sandboden irgendwie am besten geeignet. Ich bin dann immer wieder froh, wenn ich auch mal ein paar Birken sehe. Ich liebe Birken. Ich bin endlich diese lästige Bundesstraße losgeworden. Das lädt noch mal ein, um tief durchzuatmen. Schaut euch das mal an, da hat ein Biber ganze Arbeit geleistet. Und das, obwohl der Bach gute 10 Meter entfernt ist. Okay, hier ist natürlich ein bisschen was los. Mal schauen, ob da noch ein Plätzchen für mich ist. Ich bin jetzt den Altspreearm einfach so ein bisschen gefolgt und habe diesen Platz gefunden. Ich muss jetzt einfach mal abwarten, wenn, dann werde ich das Zelt erst später aufbauen. Jetzt halt die Hoffnung, dass ich hier nicht vertrieben werde. Weder von einem Förster noch von irgendwelchen Indianern. Aber die, habe ich schon mitgekriegt, sprechen Englisch oder Amerikanisch. Mit denen könnte ich mich wahrscheinlich verständigen. Ja. Kann es einen schöneren Ort geben für Nachmittagskaffee? Für mich im Moment nicht. Ich finde es gerade super schön hier. Passend zur Situation an diesem schönen Frühsommertag lese ich gerade ein Buch von Matthias Tiedtke, das heißt Yoga im Nationalsozialismus. Und weil ich weiß, dass einige von euch zumindest sich auch mit Yoga beschäftigen oder selbst Yoga machen, möchte ich es doch mal kurz ansprechen, weil das einfach, ob es jetzt in der Ausbildung zur Yogalehrerin, zum Yogalehrer oder in welcher Form auch immer ist, einfach ein blinder Fleck, gerade in unserer westlichen Yoga-Praxis meiner Meinung nach darstellt, dass dieser Zeitraum des Nationalsozialismus und die Rolle, die Yoga da gespielt hat, einfach oftmals komplett ausgeblendet wird. Also ich habe ein paar Jahre Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und kann mich nicht wirklich so richtig erinnern, dass das mal ein thematischer Schwerpunkt war. Ja, und letztendlich ist es ja auch klar, jede Lehre, jede Philosophie bietet ein Interpretationsspielraum, um auch missbräuchlich genutzt zu werden. Und insofern ist das schon so, dass Yoga im Nationalsozialismus durchaus auch eine Rolle und auch eine schwierige und ich finde auch aufzuarbeitende Rolle gespielt hat. Und für mich zeigt es einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass man nicht einfach blindlings einer Lehre, so sehr sie einen vielleicht auch anspricht, irgendwie vertraut, sondern irgendwie Lehre und auch den Lehrer, Lehrerin auch immer wieder prüft, was lebt oder was lehrt die oder der da.
und den Sachen einfach nicht blindlings vertraut. Also bleibt erwachsen. Mir ist danach, diese Abendstimmung mit euch zu teilen. Ist das nicht fantastisch? Und die Indianer trommeln und tanzen. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr diese kleinen Wasserläufer erkennen, ich hoffe. Sowas fasziniert mich auch immer noch und immer wieder. Jetzt wird gekocht. Es gibt Reis mit Gemüse. Und da ich morgen früh in diesem Topf noch meine Haferflocken kochen will, brate ich das nicht an, sondern dünste das einfach so in ein bisschen Gemüsebrühe. Das wird auch so gut funktionieren. Karotte, noch etwas Paprika. Okay, beim Reis wird jetzt ein bisschen gemogelt. Das sieht schon ganz lecker aus. Das letzte Tageslicht werde ich jetzt mal ausnutzen, um das Zelt aufzubauen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert und ich hier bleiben kann. Das wird mir richtig gut gefallen für die Nacht. Ich hoffe, ihr seht noch was. Zelt steht. Jetzt kommt noch die Isomatte rein, der Schlafsack. Und das ist immer eine Sache, die schnell erledigt ist und die finde ich so super. Zeltaufbau darf nicht lange dauern. Ich genieße jetzt mal noch ein bisschen die Abendstimmung und sollte nichts Besonderes mehr passieren, dann verabschiede ich mich schon mal für heute und drücke nur mal die Daumen, dass ich eine gute Nacht habe. Bis morgen. Guten Morgen. Es ist erst kurz nach 7 Uhr, aber die Sonne scheint schon ziemlich aufs Zelt und treibt mir wahrscheinlich recht bald zum Aufstehen. Dann baue ich das Zelt ab. Dann gibt es noch ein schönes Frühstück und dann mache ich mich wieder auf den Weg. Nochmal kleine Planänderung, nicht nur weil Sonntag, sondern weil auch das Zelt noch recht feucht ist. Ich mache mir zuerst Frühstück und pack das Zelt dann ein. Ich habe mir vom Balkon etwas Pfefferminz mitgebracht und das wird jetzt bestimmt ein ganz leckerer Aufguss.
jetzt noch nicht die Tasse treffen. Aber es scheint gut zu gehen. Und das restliche Wasser, da wird jetzt mein Müsli eingerührt, beziehungsweise Haferflocken habe ich nur dabei und da schneide ich mir jetzt gleich noch einen Apfel dazu und dann wird es ein super gutes Sonntagsfrühstück sein. Mensch, ich habe noch Datteln dabei, auch rein damit. Wieder auf dem Fahrrad. Ja, jetzt geht es weiter in so einem etwas größeren Bogen. Erstmal zum Störitzsee. War ich noch nie, gucke ich mir einmal an, liegt auf dem Weg. Und dann so ganz grob, ich hoffe auch noch mal recht viel durch den Wald, Richtung Wildau. Dort will ich dann wieder in die S-Bahn steigen und meinen kleinen Wochenendtrip beenden. Aber bis dahin liegt hoffentlich noch viel Interessantes am Wegesrand. Ich liebe ja dieses Licht- und Schattenspiel. In Laubbäumen, ja insbesondere in den Laubbäumen, das ist besonders schön. Das ist ja der Störitzsee. Hier herrscht schon reger Badebetrieb. Naja, richtig so. Nochmal eine kleine Rast am Oder-Spree-Kanal. Hier ist halt auch am Sonntag was los. Oh, der Fighter. So heißt das Schiff. Ja, Gott sei Dank im Moment friedlich. Wir haben ja jetzt schon die Jahreszeit, wo der Sommer so an Fahrt aufgenommen hat, dass man um jedes Stück schattigen Wald auch schon wieder dankbar ist.
Viel lenken muss man nicht, höchstens um kleinen Hindernissen auszuweichen. Es geht weiterhin straight am Kanal entlang. Ja, oder Spreekanal. Das ist doch auch nochmal ein Blick wert. Ich denke, es ist eine einfache Robinie, aber bei dem Licht sieht es doch fantastisch aus. Diese vielen kleinen, schönen, rundlichen Blätter, die sich so leicht im Wind bewegen. Dieser Wald hat zumindest auf mich gerade im Moment so ein bisschen was Gespenstisches, wie der wohl im November aussieht. Einfach mal wiederkommen, wenn es soweit ist. So ein paar Birken dazwischen und schon wird er wieder schöner. Richtig verwunschen schon fast. Ein Rotkäppchenwald. Ich meine jetzt nicht Insekten. Ein Waldtriumphbogen voraus. Die letzten Kilometer, die hatten es echt in sich. Die Wege waren sehr versandet, sind mit dem Fahrrad, zumindest mit so einer schmalen Bereifung, kaum mehr passierbar. Ich habe jetzt auch ein bisschen umgeplant und will mich zum Schluss jetzt aber noch mal mit einem kleinen Fazit melden. Wichtig, schaut immer, dass ihr eine Tüte Studentenfutter dabei habt. Die kann Kraftreserven gut mobilisieren. Das grobe Fazit ist, klar, die Wege, die ich erwarten, die sind halt mal sandig und manchmal sollte man die Kamera auch besser aushaben, muss nicht jedes Fluchen hören. Manchmal sind sie super gut, oft sind sie sogar super gut. Die Übernachtung da in der Spree war sehr, sehr idyllisch und insofern ist das große Fazit, auch wenn ihr am Samstagmorgen noch was zu arbeiten habt, es lohnt sich trotzdem, mittags noch mal rauszugehen. Auch wenn es jetzt nur für so eine kleine Tour ist wie jetzt, das werden insgesamt, glaube ich, keine 70 Kilometer sein. Aber es gibt immer viel zu erleben.
Und in diesem Sinne, wenn du das nächste Mal wieder dabei sein möchtest, dann freue ich mich darüber. Zum Schluss noch eine Autobahnauffahrt für mich. Irgendwie existieren die Pfade, die mich nach Wildau bringen sollen, und auf Komoot noch verzeichnet sind, in der Realität nicht mehr so ganz. Ich hoffe mal, dass so ein, zwei übrig geblieben sind, sodass ich nicht ein weiteres Mal übernachten muss.